Red Bull Salzburg findet in der Liga weiter nicht in die Spur. Beim Nachzügler-Duell in Dornbirn kassieren die Bullen die vierte Niederlage in Folge. Dabei schaut es zu Beginn gar nicht so schlecht aus für die Gäste, denn John Hughes bringt Salzburg schon nach 8 Minuten mit 1:0 in Führung. Es ist von Mario Huber und Hughes beweist Sniper-Qualitäten. Lange hält dieser Spielstand allerdings nicht. Die Dornbirner sind bissig und sie schaffen schnell den Ausgleich. Brody Reed stellt nach 12 Minuten auf 1:1. Der Schuss von Brian Connelly und Brody Reed fälscht im Slot ab. Und noch bevor das erste Drittel vorbei ist, drehen die Bulldogs dieses Spiel. Matt Fraser mit dem 2:1 nach einer Viertelstunde. Saisontor Nummer 6 für den Sniper, ein schöner Alleingang und dann schießt er durch die Schoner von Luca Gratschner. Spielstand nach 20 Minuten 2:1, Dornbirn hat die frühe Salzburger Führung also gut weggesteckt. Und im zweiten Drittel bauen die Bulldogs ihre Führung aus mit dem ersten Powerplay-Tor an diesem Abend. Und das erzielt Jamie Arneel nach einer halben Stunde. Der Kanadier jubelt über sein erstes Saisontor. Ebenfalls im Powerplay schaffen die Salzburger dann den Anschlusstreffer. Grabherr Meier sitzt 2 Minuten ab und Thomas Raffel verkürzt. Neuer Spielstand 3:2. Ja, und damit führen die Bulldogs auch zu Beginn des letzten Drittels mit einem Tor Vorsprung. Und dieses Schlussdrittel ist spannend. In den letzten 10 Minuten stellt Dornbirn dann die Weichen auf Sieg. Matt Fraser trifft zunächst einmal zum 4:2. Sean McMonagle schießt davor und Fraser steht richtig im Slot. 52 Minuten waren da gespielt und nur 3 Minuten später ist dann alles klar. Diesmal ist es Chris Delvis, der das Tor erzielt. Es ist sein zweites in dieser Saison und das zweite in Folge. Zuspiel Scott Timmins, Tor Chris Delvis. Die Salzburger riskieren danach noch einmal voll. Sie nehmen schon 4 Minuten 36 vor Schluss Goalie Gratschner vom Eis. Mehr als das 5:3 geht dann aber nicht mehr. Und für dieses 5:3 in Minute 59 sorgt Alex Aliardi. Endstand also 5:3. Dornbirn gewinnt nach fast 2 Jahren wieder mal ein Heimspiel gegen die Salzburger, die damit in der Tabelle auf den vorletzten Platz abrutschen. Ja, es ist schwer zu verkraften für uns. Ich glaube, unsere Ziele waren auf alle Fälle anders. Wir haben gewusst, dass wir gegen sie eine top vorbereitete Dornbirner Mannschaft rangehen müssen. Und ich glaube, wir heute über das ganze Spiel gesehen haben sie einfach in den Special Teams besser aufgezeigt, haben in Überzahl einfach die Gelegenheiten genutzt, die Tore gemacht und in Unterzahl mit sehr viel Einsatz gespielt, Schüsse geblockt. Und am Ende, glaube ich, wenn man ein Tor nachläuft, raubt er das irgendwann die Kräfte und wir müssen jetzt einfach wieder zurückfinden auf dem Weg, auf unserem Planweg. You know what, that was obviously a big win for us. I thought we kept to our game plan. Maybe 5-6 minutes at the end of the second period, they got a little momentum. But, you know, our structure was good tonight. You know, I think a lot of guys are doing the right things. They're battling hard and, you know, whether it's a block shot or, you know, a big hit at the right time. You know, we scored some timely goals tonight, obviously. Those two in the third period were big goals for us because, you know, Salzburg's a dangerous team. And even with 4.5 minutes left, I wasn't feeling real comfortable.